Suddenly the storm vanishes. Ah, what happened? Right after the wind fades, a beautiful monster appears on the bow. Alma, Alma appeared. You! Alma, Alma, one of the four heavenly knights. I see, so you're that human. The boy that caught Alice's eye, you look delicious. She licks her lips with a smack as she stares at me, then turns her gaze towards Alice. Lord Alice, according to your order, I exterminate the hero who's attacking monsters. May I execute your orders of defense? I don't give exceptions. I'm just observing this boy. I'm not protecting him nor giving special treatment. Haha, I didn't think you'd say that, but I understand. It's like that Luca boy. I won't let you through this area. Luca boy? I'm a little disappointed at that, but she's still my enemy. And a monster at the same level as Grimberia. Then I'll beat you and pass through by force. Oh my. Safe location. Die ist auch bitter nötig. Ähnlich wie Grimberia können wir uns nicht direkt mit ihr anlegen. Es ist wieder so eine Art geskripteter Kampf. Wenn wir das Falsche machen, dann ist Senta. Oh, okay. Fufu, a little hero, so full of courage. Kannst ruhig weiterklicken, da kommt noch was. Achso. Oh. How do you want me to violate you, Luca boy? Do you want me to use my hand? How about my mouth? How about I squeeze you between my breasts? Or do you want to try anal? Oh, how about I try it like this? Doesn't this tail look really good too? Yeah. Alright, I do it with my tail. Without using my hands, feet or magic, I play with you. Struggle as much as you can and let me enjoy myself. After we finish playing, I'll be sure to suck you dry. Then, here I come! As expected from one of the four heavenly knights, just her gaze is enough to force me back. Her ability can't be underestimated by her cavalier attitude. Vielleicht können wir mal unseren neuen Skill benutzen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir jetzt tun müssen. Okay, dirigier mich mal, weil dann mache ich mal genau das gleiche wie du. Okay, wir können ihn noch nicht benutzen, obwohl wir 3 Punkte haben, komischerweise. Aber ich wette, wir können ihn nachher im Kampf noch nehmen. Geht nicht, geht nicht. Ich tippe auf Verteidigen, ehrlich gesagt. Ja? Ja, versuchen wir es mal. Luca takes a defensive stance. Come on, I make you feel good. Okay, jetzt kommen die schon wieder Zufallsattacken, aber sie hält sich wirklich zurück. Hast du den Text da stehen? Nee, also ich hab jetzt hier, if you're even a little careless. If you're even a little careless, my tail will suck you in your penis. Wie das aussieht, was sie da uns vor die Linse hält. Gently wrapped around you, I suck all your semen out. Offenbar will sie nicht, dass wir uns zurückhalten. Das heißt also angreifen. Attack? Ja, muss wohl. Ja, süß, wie viel Schaden wir machen. Haha, I cover you with my tail's mucus. Das ist das gleiche, allerdings im anderen Text bei mir. A sticky wet mucus flows out from Alter, jetzt steht da bei mir wieder Rumor's tail. Ich hab doch extra den Patch drauf. Sag einfach Arp oder so. Alma Elma's tail. Covering Lugas groin und das macht nicht wenig Schaden. Fufu, don't you want to feel the pleasure my tail can bring? Just drop your sword for a second. If you do that, I show you the best pleasure. Shut up! Fufu, are you imagining it? Your penis being sucked into my tail. Being stroked inside my soft tail, bringing you amazing pleasure. You wouldn't even last 10 seconds, Luca boy. Gah! My heart starts to beat faster at her words. Wir können unseren Skill immer noch nicht benutzen. So langsam wird es eng.
Ja, aber ich glaube, mehr als angreifen können wir auch nicht, weil ansonsten... Oder... Ah, ich habe eine Vermutung, was kommen kann später. Dann machen wir es mal. Also, Attack Yo. Haha! Kaum Schaden, aber trotzdem. Come on, I make you feel good. Müssen wir wohl erstmal eine Weile durchhalten. Die Zufallsangriffe brauchst du jetzt nicht vorlesen, aber ich krieg einen kritischen Treffer! Yay! 136 Schaden! Okay. Hast du jetzt schon drittes Mal attackiert? Ja. Oder wenn... Achso, warte, okay. Und jetzt bin ich ganz knapp davor, keine, auf die Hälfte HP zu rutschen. Ich habe jetzt genau 79 HP. Ich bin jetzt bei 71. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir doch mal unsere Meditationsfähigkeit. Vielleicht ist sie ja daran interessiert. Mhm. Luca quietly meditates. Und wir bekommen unser HP zurück. Sehr schön. Nee. Das findet sie nicht interessant. Gut, dann müssen wir wohl erstmal so weitermachen. Oder einen anderen Skill, ein anderer kommt jetzt erstmal nicht in Frage, nehme ich mal an, ne? Man kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass das zum Kampf gehört, dass wir das machen müssen. Was mir allerdings Sorgen macht, ist, dass sie sich gerade versucht, mit ihrem Schwanz einzufangen. Das könnte übel werden. Ich gehe jetzt so lange auf Attack, bis irgendwas passiert, oder? Oder wie? Jupp. Und ich muss jetzt strugglen. Woran sehe ich, dass sie dich, oder sehe ich das definitiv, wenn sie einen in ihren Fittichen hat? Und dann unten links immer noch, das Charakterbild ändert sich. Ach so. Oh, das war knapp, gerade noch so befreit. Luca struggles intensively and breaks free. Okay. Ich hänge jetzt auch irgendwie fest und versuche jetzt die ganze Zeit zu strugglen, aber bisher ohne Erfolg. Ach nee, jetzt hat er's geschafft. Ah, aber ich muss gleich wieder meditieren. Oh, jetzt kommt glaube ich was bei mir, weil ich habe angegriffen, es kommt. Gah! As I thought, her strength isn't ordinary. Normal attacks don't seem to do anything of consequence. If it's like this, then I have to use that technique. Even though I just learned it, I'll have to use it right away. I'm still unsure, but I have to do it. Und sie macht wieder einen Zufallsangriff, aber ich überlebe. Und jetzt hoffe ich, dass mit der Demon Skull Beheading der Kampf endet. How about this? Rums. Luca climbs the mast, then jumps off the top. Shooting quickly towards the ground, Luca swings down. Ja, jetzt ist aber wieder, jetzt bist du wieder als Erzähler dran. Sword catch, but Alma catches his sword between her hands. Aber jetzt steht da wieder Alma. Ich glaube, selbst in der Patch-Version ist da teilweise was nicht richtig bei mir. No way! Even that attack was stopped. I don't have any other tricks left. Aha, it looks like I lost. Eh? I promised, right? I wouldn't use my hands, feet or magic. But I had to use my hands to stop that attack. This time I give the win to you. My win? Such a thing is fine, right, Lord Alice? If that's what you want, it's fine by me. Haha, so that's how it is. I retreat this time. But next time I'll be a serious opponent. Alma Ella seductively licks her index finger at me. I violate you like this, even if you scream, even if you faint. Teasing you all over, I show you a hellish pleasure. Her seductive words paired with her licking causes my groin to slightly stir. Make sure you look forward to it. A strong wind starts to surround the ship again. And Alma vanishes in a strong gust of wind. Alma Emma was chased away! 2000 XP! Oh. Level 14! Sehr schön, immerhin läuft das jetzt wieder parallel. Aber die Safe Location ist eh die größte Belohnung, nicht wahr? Ja, weil man dabei trinken kann! Und ich muss mehr Bier nachkippen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade viel mehr Pepsi getrunken als Bier. Das geht aber gar nicht. Mhm. Vor allen Dingen wird sich irgendwann die Blase bemerkbar machen, ne? Mal gucken. Ich glaube, ja, der gesamte Verdauungstakt, da ich ja Mittag gegessen habe vorher. Okay. Safe location, yes. I won?
After Elma leaves the ship, I stand dumbfounded. I was able to defeat one of the four Heavenly Knights? Forcing back one of the four, the joy of victory rushes through my body! Not using her arms, legs or magic, are you really so happy at winning? It's true, it was a huge handicap. If she was serious, there's no way I would have won, huh? Struggling that much when only fighting against her tail? Before thinking of winning, try being someone worthy of even challenging her. How rude. But she's right, I guess. I need to get even stronger. Die Succubus-Königin, aber wir haben sie zurückgedrängt. Meanwhile at the Monster Lord's castle. I'm back! Defeated by Luca Boy, I've come back. What are you talking about? You had to have given him quite a handicap. Bisschen tiefer, hattest du sie gemacht. Grand Barrier? Mm-hmm. Okay. But that Luca has some excellent potential. I've seen his amazing secret strength. Yeah, I'm sure he'll become really strong. When I met him earlier, he was still an amateur who just picked up a sword. If you two think he's so much stronger, shall I check it out? Where are you going, Grand Barrier? You already know. To test that boy again. She left. Stopping a nuisance before it grows? That seems unlike her. I think it's just the reverse. By the way, where's Erubiti? Wie sprich ich den Namen richtig aus? Ja, Beatty am Ende habe ich auch immer so ausgesprochen. Erubiti. Okay. Ja. She shut herself up in Undine's cave. She enjoys soaking in the waters of her birthplace. Shall I visit my hometown as well? Ranberia is going off doing whatever she wants to. Isn't this chipping away at the appearance of the four Heavenly Knights? Doesn't that include your actions too? Ha ha ha.